Schnell, geh zum Aufzug. Gut, also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy, lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamp, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamp dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien.
bevor es zu spät ist. Ich hab Geschäftssinn! Dr. Suchongs Tod war ein schwerer Schlag für das Protector-Programm. Aber langsam wachse ich in seine Rolle hinein und merze die Fehler aus, die seine Nachlässigkeit mit sich brachte. Wir nehmen wieder Fahrt auf, aber ich bin noch nicht zufrieden. Sicher, der Big Daddy verteidigt das Mädchen, aber er ist nur auf Kampf programmiert. Wie ein Schäferhund, der nur dumm herumläuft, sobald einmal kein Wolf seine Herde angreift. Ist kein Angreifer da, ist seine Little Sister für ihn nicht mehr als eine Zimmerpflanze. Wir brauchen aber eine stärkere Beziehung, eine unzerreißbare physische Bindung. Hier, im Tickethäuschen. Siehst du? Das ist der Grund, warum ich Sophia Lampe kämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So, sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Lamp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Was ist das denn?
Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Tja, sieh einer an, der aufrechte Ritter, komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge, Esquire. Die alte Tannenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Sophia Lamb hat Rapture an sich gerissen und steckt hinter den Kindesentführungen an der Erdoberfläche. Ich erinnere mich nicht an diesen Namen, aber ihre Splicer zerstörten mein U-Boot und zwangen mich zu fliehen. Aber in diesem Ticketschalter hier bin ich sicher. Ich habe bereits ein paar von den neuen Little Sisters vor Lamb gerettet. Sie wollen alle wissen, wie wir nach Hause kommen. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lamb im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das reinste Höllenfeuer entfacht. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standard-Intelligenztests ansehe. Als Vertreterin unserer Sache könnte sie sogar mich übertreffen.
Willkommen bei Ryan Amusements. Führen Sie jetzt Ihr Ticket ein. Kinder unter 3 Jahren zahlen die Hälfte. Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Alpha-Serie, glaube ich. Ein Tropfen von deinem Blut ist ein wissenschaftliches Wunder und würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich. Eine Kirche. Zu seiner eigenen Verherrlichung. Also tun wir es auch. Kann ich zum Spielen rauskommen, Mr. B? Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglibber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. No. Scheiß diesmal! Daddy ist zu Hause! Zielen! Du bist zu gemein für das Gemeinwohl! Du musst davonlaufen, wenn's brenzlig wird!
Ich bin Andrew Ryan. Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem Park. Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff der Olympian im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen. Olympian, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden Dutzende Meter weit in Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Ich liebe die Kinder in Miss Englerts Klasse, aber Mann, oh Mann, ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassen-Silvester-Pyjama-Party im Ryan's Amusements Park übernommen habe. Donny? Donny! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter und spuck diesen Kaugummi aus! Du wirst noch ersticken! Die Eltern haben sich ja einen freien Abend an Silvester wirklich verdient, aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Donny, ich hab gesagt...
Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Auf Raptures Fundament schuften Arbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Da ist nichts. Aber wir sollten sicherheitshalber die Hunde aus den Zwingen lassen. Raus aus meinem Haus! Lies wenigstens unsere... Typen wie du sind hier nicht willkommen! Hilfe! Der will nicht hören! Ich sollte mich verstecken! Ich hoffe, du hast jemanden, der deine Linie weiterführt. Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, als er in der Herstellung gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop unten, die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckt er mal eine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Eine Familie gründen ist was ganz natürlich.